Die Trump-Rallye ist müde und die Wall Street absolviert eine schlechte Serie. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Ja, 4 Tage in Folge geht es jetzt beim S&P und bei den anderen US-Indizes nach unten. Das gab es noch nie seit der Wahl von Donald Trump. Da ist also so ein Stück weit Ernüchterung eingekehrt. Okay, die Verluste gestern, die waren nicht dramatisch, was die Hauptindizes angeht. Aber wenn man mal so ein bisschen abseits dieser Hauptindizes guckt, zum Beispiel beim Russell 2000, diesem Nebenwerteindex, fast minus 0,7%, oder der Dow Jones 20 Transports, ein Index, der die Transportunternehmen zusammenfasst, da ist das minus über 1%. Also es sind Transportwerte, es sind Nebenwerte, die verlieren, es sind die Banken, die nicht gut laufen, es sind also all diese Gewinner außer der Trump-Rallye, die Ermüdungserscheinungen zeigen, ganz klarerweise. Und wir sehen auf der anderen Seite eben auch, dass in anderen Sektoren plötzlich Stresssymptome aufkommen, zum Beispiel bei High Yields, also bei hochrentierlichen, hochriskanten Anleihen. Da sehen wir, dass die Renditen massiv anziehen. Auch das gab es während der Trump-Rallye nicht. Da sind die Renditen, die Risikoprämien für diese hochspekulativen Anleihen gefallen. Und all das deutet darauf hin, dass da jetzt erst einmal die Luft raus ist, dass da jetzt erstmal tendenziell eher eine Korrektur ansteht, auch wenn, wie gesagt, die Verluste erstmal so minimal sind, so salamiartig sind, aber das Risiko, dass wir da noch ein bisschen weiter nach unten gehen, bevor dann vielleicht die nächste Bewegung vielleicht auch nach oben kommt, das ist doch durchaus wahrscheinlich. Gestern vor allem die Aussagen von Donald Trump über den Pharmasektor, man würde hier Konkurrenz befördern, würde dafür sorgen, dass die Preise fallen für Medikamente, das hat den gesamten Pharmasektor mit nach unten gezogen und so ein bisschen, naja, einen Schatten gelegt auf das Kursverhalten der Wall Street. Schauen wir mal, was die Asiaten hier draus machen. Wir sehen den Nikkei minus 0,6%, nachdem Daten zum Bruttoinlandsprodukt viertes Quartal mit plus 0,3% etwas schwächer ausgefallen sind als erwartet. Interessant auch zum Beispiel der BIP-Deflator negativ, leicht negativ, also nach wie vor null Inflation. In Japan, wir sehen Shanghai mehr oder weniger unverändert, sehen Hang Seng plus 0,43%. Die Chinesen merken, dass die Regierung offensichtlich versuchte in Peking ein bisschen Gelder umzuleiten vom Anleihemarkt in den Aktienmarkt. Und wir sehen Australien ganz leicht im Minus. Heute haben wir wieder mal ein paar Termine, nachdem es gestern eine US-Handelsbilanz gab, die so schlecht war wie seit 5 Jahren nicht mehr. Heute um 9 Uhr die Industrieproduktion aus Deutschland. Gestern, da gab es massiv schwache Industrieaufträge mit einem herben Minus. Schlechtester Wert seit 8 Jahren, soweit ich das erinnere. Und dann haben wir die ADP-Arbeitsmarktdaten. 14.15 als Vorausschau auf das, was am Freitag mit den großen Arbeitsmarktdaten kommt. Die Produktivität wird normalerweise nicht so beachtet, aber alle 20 Jahre dann plötzlich schon. Und dann sehen wir die Lagerbestände für Öl, nachdem gestern über 11 Millionen Barrel an Ölbeständen hinzugekommen sind und das den Ölpreis unter Druck gebracht hat, werden wir gleich im Chart sehen. Schauen wir uns erstmal an, wie diese Charts aussehen. Wir sehen hier den DAX und hurra, da ist plötzlich etwas anderes. Wir sind in einem Abwärtstrend, seit wir die 12.100er Marke erreicht haben. Abwärtstrend ist die kurzfristige Abwesenheit von Aufwärtstrends für die Jüngeren unter Ihnen. Wir sehen also hier, dass die Kurse sich nicht wirklich nach oben entwickeln. Klar, keine dynamische Abwärtsentwicklung, aber eben doch leicht nach unten. Nach aktueller Indikation dürften wir etwas schwächer reinkommen, 11.935 in etwa, also ein paar Pünktchen runter. Hier diese 11.900, diese 11.860, diese 11.840, diese Gap-Bereiche. Das ist für den DAX der neuralgische Bereich. Da sollte er nicht runterfallen. Wir sehen hier den S&P 500 von dieser 2400er Marke, die ich einst ins Spiel gebracht hatte als Widerstand, wo eine Korrektur beginnen kann, die hat sich bestätigt. Wir sehen den Dow Jones immerhin auch schon fast 300 Pünktchen von seinem Hoch entfernt. Wie gesagt, das sind alles keine krassen Down-Moves, aber es ist eben eine Bewegung, die nach unten gerichtet ist. Wir sehen den Nasdaq 100, der sich noch mit am besten hält, 5.341. Sehen weiter tendenziell Dollarstärke, 1.0563. Es ist auch nicht so, dass hier die Dinge sich rasant entwickeln, aber eben latente Dollarstärke. Das gilt aber nicht für Dollar-Yen, denn hier haben wir latente Yen-Stärke. Da ging es schon runter auf 113,60, jetzt leichte Erholung 113,73. Wir sehen den Dollar auch stark zum Yuan, nachdem de facto Peking gesagt hat, wir
werden unsere Bemühungen, den Yuan zum US-Dollar zu stabilisieren, mehr oder weniger einschränken. Das ist eine Aufforderung, den Yuan zu shorten gegenüber dem US-Dollar. Wir sehen die 10-jährige US-Anleihe tendenziell weiter leicht nach unten gerichtet. Gestern auch Anleihen schwach. Wir sehen also das Muster, dass nicht nur Aktien verlieren, sondern auch Anleihen. Das bringt bestimmte Vermögensverwalter in Schwierigkeiten, die entweder auf Aktien oder auf Anleihen setzen und jetzt nicht wissen, auf was sie setzen sollen, wenn beides fällt. Wir sehen den Ölpreis unter Druck, gestern mit den API-Beständen über 11 Millionen Barrel dazugekommen. Jetzt seit Wochen steigen die Lagerbestände an für Öl, Benzin zwar um 5 Millionen Barrel gefallen, das ist ein kleines Trostpflaster, heute dann deswegen 16:30 Uhr. Ölmarktdaten von großer Relevanz. Wir sehen den Goldpreis kaum erholt, 1217, sehen Silber bei 17,51 $. Beides dürfte belastet bleiben, bis die Fed wahrscheinlich nächsten Mittwoch dann die Zinsen anheben wird. Also, das ist so ein bisschen jetzt die Gemengelage. Wir sehen eine schlechte Serie. 4 Tage in Folge verliert die Wall Street. Nicht dramatisch, aber hinter den Kulissen, da ist es doch ein bisschen dramatischer. Transportwerte, Nebenwerte, der High-Yield-Sektor, und das sollte uns zur Auffassung bringen, dass wir hier inmitten einer Korrektur sind, die möglicherweise nicht allzu impulsiv ist, nicht allzu weit reicht, aber eben etwa beim S&P 500 noch reichen kann bis 2335, etwa in diese Zone, 2340, also nochmal 20 Pünktchen, nochmal 1% mehr oder weniger ist da durchaus im kurzen Zeitfenster drin, und ich wünsche jetzt erstmal einen guten Start in den Tag. Bis dann, ciao. We'll be right back.